Dank euch, ihr Sowjetsoldaten. Hallo liebe Zuschauer, heute mal nicht im virtuellen Studio, sondern direkt vor Ort am 8. Mai 2020. Heute jährt sich genau zum 75. Male die Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Und einen sehr erheblichen Teil daran hat die Sowjetarmee. Mit insgesamt 13 Millionen Toten und nochmal 14 Millionen Zivilisten trägt die Sowjetunion die größte Last des Zweiten Weltkrieges. Es sind fast 50% von etwa 60 bis 65 Millionen Toten insgesamt. Und hier in Treptow am Ehrenmal gedenken heute viele Menschen genau diesem Tag und danken den Sowjetsoldaten. Einige sagten mir ihre Meinung zum heutigen Tag in die Kamera. Heute, 8. Mai 2020, vor genau 75 Jahren Beendigung des Zweiten Weltkriegs, im Wesentlichen durch die Sowjetarmee. Was bedeutet euch dieser Tag? Ihr habt heute ein Blümchen abgelegt. Sagt mir mal, was es euch bedeutet. Man darf es nie vergessen. Egal, was im Krieg war, man darf es nie vergessen, dass da halt ein Haufen Leute für uns gestorben sind. Genau, das Entscheidende ist nie wieder Krieg. Sollte auch die junge Generation sollte immer daran erinnert sein. Und auch wenn wir uns heutzutage ja mit ganz anderen Dingen wie Corona und Ähnlichem beschäftigen, ist es wichtig, dass wir die Leute, die damals im Krieg gefallen sind, in Gedenken behalten und dass wir und auch nachfolgende Generationen dafür sorgen, dass so etwas nie wieder vorkommt. Und noch viel wichtiger ist, glaube ich, wir steuern gerade wieder in die nächsten Probleme von wegen Krieg und Co. rein. Überall trommeln sie, rasseln mit dem Säbel, machen und tun, da ist der Tag heute dafür gemacht. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную. Ich glaube, der ist aus der Geschichte unseres Volkes nicht wegzudiskutieren, egal von welcher Seite. Und es ist ein Tag der Befreiung. Und es ist für mich, es gehört zum Kalender. Also es ist nicht eine Pflichtübung, sondern ich denke, diese Stadt sehe nicht so aus, wenn es nicht mutige Menschen gegeben hätte, die sich dafür aufgeopfert hätten. Darf ich Sie kurz stören und mal um Ihre persönliche Meinung bitten? Warum sind Sie heute am 8. Mai 2020 hier am Fuße des sowjetischen Ehrenmals? Sag mal, unsere kleine Gruppe sind alles Freunde und Kameraden, die in der DDR groß geworden sind. Und wir sind stolz darauf, diese Tradition fortsetzen zu dürfen. Und es ist für uns eine Ehre und Verpflichtung zugleich, hier unser Bekenntnis niederzulegen in Form von Blumen, den gefallenen Tausenden und Abertausenden Menschen. Soweit. Ich möchte einfach ein Dankeschön an die Sowjetsoldaten
richten. Und ich bin gerne hier, weil mir das aus, ich spreche aus meinem tiefsten Herzen. Ich bin so groß geworden im ersten deutschen Friedensstaat. Und da ist es mir ein Grundbedürfnis. Und die Freundschaft zu Russland ist mir ein Grundbedürfnis. Und deshalb bin ich heute hier am Tag der Befreiung. Und ich möchte natürlich auch ein Zeichen setzen als Mitglied der Friedensbewegung, dass wir uns für Frieden einsetzen und dass wir gegen diese ganzen Kriege der Bundesregierung im Widerstand sind und kämpfen. Ich glaube, heute ist einer der wichtigsten Tage in der deutschen Geschichte, weil hier einfach Geschichte geschrieben wurde, weil der Zweite Weltkrieg hier beendet wurde durch die Gewehrläufer der Roten Armee und hier den Nazis gesagt wurde, Schluss, Game Over. Und das ist einfach war für die ganze Welt ein Befreienschlag. Und deshalb sollten überall auf der Welt, wird dieser Tag gefeiert, viel größer als hier, was eine Schande ist. Und deswegen sollten so viele möglich Leute hier einfach diese Symbolik zeigen und hier sein und Ja sagen zum 8. Mai. Das bedeutet für mich den Tag der Freiheit und der Befreiung. Ganz klar, wer heute nichts zu feiern hat, 75 Jahre nach der Befreiung vom deutschen Faschismus, der hat bereits verloren. Und deshalb komme ich jedes Jahr hierhin, ganz besonders heute am 75. Jahrestag, um Danke zu sagen der Roten Armee für ihre Leistungen, für die Opfer der Sowjetunion, für den Sieg, den sie erkämpft haben gegen den deutschen Faschismus. Um anzuerkennen, um zu würdigen und wie gesagt auch eben Danke zu sagen. Und ich muss sagen, mich erfüllt es mit Wut und großem Bedauern, dass die Bundesregierung diesen würdigen Dank Russland verweigert aus einem kleinkarierten tagespolitischen Kalkül heraus. Ich finde, das ist kein angemessenes Gedenken, was die Bundesregierung jetzt an Gedenken veranstaltet, an der neuen Wache. Das ist Gedenken nur auf Sparflamme. Heute hätte die Bundeskanzlerin Angela Merkel an einem der sowjetischen Ehrenmale in Berlin einen Kranz niederlegen müssen, um würdigend Russland zu danken.